Fasse den Term so weit wie möglich zusammen. 3x hoch 2 minus 5x mal 10x. Beim Termen zusammenfassen brauchen wir unbedingt unsere Rechenregeln, und zwar in der Reihenfolge. Erstens Klammern auflösen. Zweitens Potenzen berechnen oder vereinfachen. Drittens die Punktrechnungen durchführen, also mal oder geteilt. Und viertens alle Strichrechnungen durchführen, also Plus oder Minus. Wir schauen uns unseren Term an und gehen diese Punkte Schritt für Schritt durch. So, hat unser Term eine Klammer? Nein, also können wir gleich mit dem nächsten Schritt weitermachen. Hat unser Term eine Potenz? Die einzigste Potenz ist jetzt hier bei x hoch 2 zu finden. Allerdings steht diese hoch 2 nur über dem x. Das heißt, wir können weder was berechnen noch vereinfachen. Also ist dieser Schritt auch schon erledigt. So, dritter Schritt, Punktrechnung. Gibt es irgendwo eine Multiplikation oder eine Division? Das gibt es in der Tat, nämlich hier heißt es minus 5x mal 10x. So, und diesen Teil rechnen wir jetzt aus. Alles, was nichts mit dieser Multiplikation zu tun hat, lassen wir einfach stehen. Also dieses 3x² vom Anfang bleibt und jetzt minus 5x mal 10x. Wir multiplizieren Terme, indem wir erst die Zahlfaktoren multiplizieren. Das heißt, minus 5 mal 10 sind minus 50 und x mal x fassen wir in Potenzen zusammen zu x². Die Hochzahl gibt immer an, wie oft die Variable x vorhanden ist. Hier haben wir die Variable x zweimal, deswegen x hoch 2. So, damit haben wir die Punktrechnung auch erledigt. Bleibt noch zum Schluss die Strichrechnung übrig. Terme mit Variablen dürfen wir nur dann addieren oder subtrahieren, wenn sie gleichartig sind. Gleichartig heißt, die Variable muss gleich sein. So, schauen wir uns mal diesen Term an. Hier haben wir als Variable x², und hier haben wir als Variable ebenfalls x². Das heißt, in beiden Termen ist die gleiche Variable vorhanden. Demnach dürfen wir auch diese beiden Terme zusammenrechnen. So, 3 minus 50 sind minus 47. Und jetzt bei Addieren und Subtrahieren von Variablen heißt es, die Variable bleibt immer gleich. Also minus 47x². So, damit wäre die Strichrechnung auch erledigt und unser Term ist so weit wie möglich zusammengefasst.